Ja, Freude, guten Laune oder bessere Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen im wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video hier bei Sebastian. Heute mal nicht hinter einem Steuer von einem, ja, zum Beispiel MAN-Doppeldecker. Nee, heute gucken wir uns das Spiel mal so ganz groben und ganzen an. Ich will euch ganz gerne mal zeigen, mit welchen Mods ich hier in Sebas in Berlin unterwegs bin. Sebas zeichnet sich ja schon so oder so, auch ohne Mods, als ein wunderschönes Spiel heraus. Wir haben hier mal in Berlin 1:1 modelliert und dargestellt. Natürlich nur manche Stadtteile hier in Berlin, nicht komplett Berlin. Aber viele von euch fleißigen Modern da draußen, die haben sich zur Aufgabe gemacht, das Spiel noch ein bisschen realistischer zu machen. Echte Brandings, echte Firmennamen, echte Marken dazu zu rufen. Und seit neuestem gibt es auch endlich mal ein Mod, der auch endlich echte Automarken auf die Autos projiziert. Und die... Zumindest den wollte ich mir mit euch eigentlich einzeln angucken, aber ich wollte mit euch einfach mal jetzt hier an dieser Stelle stehen bleiben und mir so ein bisschen angucken, was ist eigentlich jetzt zum Beispiel diese Original-Engine ohne Mods? Wie sieht das Ganze aus? Wir sehen ab und zu hier und da ein paar Shuttle-Busse, die haben halt Sachen, Logo-Namen wie DMD, also keine echten Namen. Wir haben hier ein paar Autos, wir gucken uns das jetzt mal hier so ein bisschen an. Guck mal hier. Bestes Beispiel, hier steht zum Beispiel SUP, nicht UPS, sondern SUP. Wir haben keine Marken da drauf. Hier zum Beispiel auch keine Marken da drauf. Wir können mal gucken. Hier, das soll natürlich ein Ford sein. Ist natürlich auch nicht drauf. Das ist hier FMC. Und das will ich mit euch alles ganz gerne einfach mal machen. Wir werden uns jetzt einfach mal ganz kurz hier hinstellen. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt gleich mal einen feinen kleinen Cut. Werde jetzt alle Mods einschalten. Wir werden auch noch zu den Mods kommen. Ich werde euch genau zeigen, wie die aussehen und werde die auch jetzt hier in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Also, machen wir mal einen kleinen Cut. Ja, und zack, da sind wir auch schon. Und was fällt uns sofort auf? Guckt mal oben alleine schon bei der Litfaßsäule, die sehr schön dreht. Da haben wir einfach mal eine ganz andere Werbung. Wir haben zum Beispiel Fassbrause, als in nächster Werbebanner kommt hier Werbung von IKEA. Da hinten sehen wir zum Beispiel einen LKW-Wagen von der Firma und der Spedition DHL. Also hier hat sich dann wirklich schon so einiges getan. Wir gucken uns aber mal ja, im besten Maße auch nochmal an. Haben wir denn jetzt eine Original-Automarke bei manchen Fahrzeugen? Ich will jetzt nicht sagen, bei jedem Fahrzeug. Ich glaube, jedes Fahrzeugmodell ist jetzt nicht unbedingt dabei. Guck mal, hier haben wir einen VW. Da haben wir das Original-VW-Logo mit da drauf. Wie gesagt, es können sein, dass nicht überall drauf ist. Hier haben wir VW. Hier, gute Frage, was soll das sein? Das soll bestimmt ein Skoda irgendwas sein. Also da ist keine Marke hinzugegeben. Wir haben hier eine DHL-Werbefirma. Was haben wir hier für eine Marke? VW ist mit dabei. Hier ist kein Logo dabei. Also VW auf alle Fälle habe ich schon öfters gesehen. Guck mal hier, mal gucken. Mercedes. Mercedes ist auch mit dabei. Sehr schön. Wir haben hier Opel. Was haben wir hier? War eine gute Frage, was das sein soll. Soll es Audi sein? Keine Ahnung. Wir haben, wie gesagt, Mercedes hier. Hier haben wir wieder keine Marke. Skoda sollte eigentlich auch dabei sein. Also auf alle Fälle ist VW, Mercedes und Opel mit dabei. Jetzt nicht jede Marke. Ich hoffe, das wird jetzt auch ein bisschen nachgut. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Das sind so ein bisschen die Mods, die das Ganze ein wenig realistischer machen. Wir haben, wie gesagt, einige Brandings neu mit dazu bekommen. Wie gesagt, dort IKEA-Werbung. Hier, guck mal, da haben wir so noch einen Skoda. Einen Skoda habe ich auch noch hier gesehen. Das sind diese kleinen marginalen Veränderungen der Mods, die gar nicht so auffallen. Deswegen sage ich auch immer wieder, diese Mods machen das Spiel natürlich jetzt nicht viel besser. Aber wenn man so aufs Detail achtet, ist es dann doch schon ein bisschen schöner zu wissen, dass hier und da ein bisschen was gemacht worden ist. Was auch ganz interessant wäre, mal gucken, ob wir den auch irgendwann sehen könnten. Wir haben nämlich auch einen Mod, da haben wir nämlich auch Fahrschule. Also Autos, die, sagen wir mal, für die Taxis hier so ein Emblem tragen mit Fahrschule. Hier steht natürlich Taxi mit drauf, aber es gibt auch welche Fahrzeuge, die müssten jetzt so ein kleines Zeichen oben haben, dass das zum Beispiel eine Fahrschule ist. Nicht, dass sie jetzt so fahren sollten oder so, aber sie haben immerhin so ein Zeichen drauf. Das macht es ja auch ein bisschen realistischer, weil, ja, auch in der Berliner Großstadt, war, da musst du halt auch irgendwann lernen, Auto zu fahren. Und das kann dann auch einfach mal wieder noch ein bisschen realistischer wirken. Solche Sachen sind mitunter auch dabei. Also wie gesagt, es sind Sachen, wenn wir jetzt einfach mal jetzt hier so ein bisschen durchlaufen würden und fahren würden, dann würden uns noch viel, viel mehr Sachen auffallen. Gerade eigentlich auch hier mit den ganzen Vans, die wir haben, mit den originalen Marken. Wir haben Rewe mit dabei. Oh, wir haben eigentlich alles wirklich dabei. UPS, DHL hatte ich ja schon gesagt. Da sind ganz, ganz viele Sachen mit dabei, die man so ein bisschen aus dem Berliner Stadtverkehr ein wenig kennt. Hier auch die Unterführung am Alexanderplatz. Auch einfach mal ganz komplette echte Werbung, die es gibt vom Mediamarkt und Saturn als Beispiel. Also diese Plakate, die gibt es halt wirklich. Die wurden halt mit eingefügt. Mach den Switch Pepsi Light zu Pepsi Zero Zucker. Ich will jetzt keine Werbung dazu machen, aber ihr wisst, was ich meine. Es wurde halt wirklich realistisch jetzt mittlerweile dargestellt. Keine erfundene Werbung, die es halt in Wirklichkeit gibt. Ja, Freunde,
das war es im Endeffekt gewesen. Wie gesagt, es sind kleine, feine Änderungen, aber ich finde tatsächlich, die machen das Spiel so viel schöner. Ja, auch zum Beispiel, Fahrzeug hatten wir auch gehabt, da war FMC gewesen, da steht jetzt endlich Ford. Guck mal, den könnte man auf alle Fälle auch noch erinnern. Das wäre ein Range Rover, wie gesagt, die, vielleicht, da werden bestimmt Sachen noch dazukommen, aber alleine schon, dass wir wirklich mal Sachen wie dem VW-Original-Logo haben, macht die Sache wirklich schon ein bisschen schöner und realistischer. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Mods ihr verwendet. Natürlich könnt ihr mir auch halt die ganzen Buslackierung-Mods einfach mal übermitteln, dann weiß ich auch mal Bescheid. Wie gesagt, das war jetzt kein Augenmerk gewesen auf die Buslackierung, davon haben wir auch unzählige. Hier ging es hier wirklich darum, ein paar Mods mit einzubauen, die das Spiel einfach mal ein bisschen realistischer und authentischer machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt daran, in der Videobeschreibung sind alle Mods, die ich jetzt, sagen wir mal, rund um die Spielwelt bei The Bus verwende, die es halt vielleicht ein bisschen authentischer machen, verlinkt, und dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Achso, eine Sache noch am Rande, gerade wenn es jetzt darum geht, ihr habt jetzt mehrere Mods, die eigentlich von der Art und Weise her genau dasselbe sind, zum Beispiel wie hier der Real Brands Variant, das ist quasi die DHL, Hermes, FedEx oder UPS Lackierung auf den einzelnen Vans oder aber auch vom Porsche die weitere Lieferdienst Mod Variante. Diese beiden könnten sich rein theoretisch gesehen ein wenig aufheben, beziehungsweise nicht beide können zur selben Zeit existieren. Dementsprechend könnt ihr hier das Ganze auch vertauschen. Das ist quasi so ein bisschen die Prioritätenleiste. Da könnt ihr jetzt bestimmen, welches der beiden zum Beispiel eher Priorität hat. Jetzt die Real Brands von Emanuel oder vom Porsche die weiteren Lieferdienste. Probiert euch einfach mal ein bisschen aus, guckt, welches der beiden Mods jetzt gerade in dem Falle vielleicht eher im Spiel ist, welches ihr gerne haben wollt. Wie gesagt, es kann sein, dass eines der beiden sich dann aufhebt dadurch, dass eines mehr Priorität hat. Ihr werdet wahrscheinlich nicht beides bekommen können. In diesem Sinne, ansonsten nochmal das Spiel neu starten, wieder starten, und dann müsste der Mod auch funktionieren. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.